ersten Step möchten wir einmal ein Dokument anlegen. In diesem ersten Dialog könnt ihr unterschiedliche Blattformate finden. Auf der rechten Seite habt ihr dann die Möglichkeit, das zum Beispiel auf Square-Format zu legen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, es anzuordnen, wie sich die Seiten verhalten, also ob sie gegenüberliegen wie in der Broschüre oder im Buch oder untereinander wie in einer PDF zum Beispiel. Hier könnt ihr eigentlich nochmal einstellen, ob der Hintergrund transparent ist und den Farbraum einstellen. Zum Beispiel druckt ihr in CMYK und arbeitet am Laptop eigentlich immer im RGB. Und habt hier noch die Möglichkeit, die Ränder einzustellen. Und wenn ihr diese Klammer hier zum Beispiel klickt und dann hier 10 eingibt, werden sich direkt auch alle Ränder anpassen. Und wenn ihr das halt nicht anhabt, ändern sich die halt nur einzeln. Dann müsst ihr die einzeln einstellen. Hier oben könnt ihr auch nochmal eingeben, wenn ihr eine eigene Größe erstellen wollt, weil euch ein 0 zu klein ist oder weil ihr ein anderes Layout habt. Hier habt ihr auch nochmal unterschiedliche andere Formate, aber die nutzt man meist nicht. So, wenn wir jetzt hier auf einer, auf einem leeren Dokument sind, können wir hier oben bei Layout-Seite einrichten. Zum Beispiel nochmal ändern, wie groß wir sind, welches Blattformat wir haben oder welches Format wir nehmen, also Hoch- oder Querformat. Und hier können wir nochmal umstellen, welche Ränder wir haben wollen. In den Dokumenteinstellungen können wir dann nochmal eingeben, ob wir einen transparenten Hintergrund haben wollen oder ob wir nochmal das Farbschema verändern wollen. Hier können wir auch die Dokumenteinheiten eingeben, also manchmal arbeitet man ja eher in Punkt. Aber ich habe es jetzt gerne auf Millimeter stehen, weil ich mir dann nochmal besser das Layout auf der Stellwand vorstellen kann. Standardmäßig sind diese Lineare hier an der Seite, die man mit diesem Verschieben-Tool aus den Rändern rausziehen kann. Standardmäßig sind diese nicht eingestellt, das heißt, ihr müsst hier oben auf Ansicht und dann auf Lineare einblenden klicken, damit die dann hier auftauchen. Hier oben habt ihr noch die Möglichkeit, den Vorschau-Modus anzustellen. Euch fällt auf, wenn man diesen anklickt, verschwinden diese blauen Umrandungen. Das waren die 10 mm Rand, die wir ja vorher erst eingestellt haben. Und wenn ihr das halt klickt, kriegt ihr eine Vorschau, so wie es dann am Ende exportiert wird, als PDF zum Beispiel.